A2.0. Gegeben sind die Parabel P mit y ist gleich minus 0,25 mal x minus 3 in Klammern zum Quadrat minus 2,5 und die Gerade G mit y ist gleich minus 0,5x plus 4. Die Grundmenge ist R kreuz R. A2.1. Zeigen Sie durch Rechnung, dass sich die Gleichung der Parabel P auf die Form y ist gleich minus 0,25x Quadrat plus 1,5x minus 4,75 bringen lässt. Und zeichnen Sie die Parabel P für x Element von minus 1 bis 7 und die Gerade G in das Koordinatensystem ein. Zuerst zur Parabel P. Hier oben haben wir die Parabel P gegeben mit Funktionsgleichung und die soll umgeformt werden in diese Gleichung hier. Dafür schreibe ich die obere erst einmal ab. Mal Klammer auf, x minus 3 in Klammern zum Quadrat minus 2,5. So, hier haben wir die Parabelgleichung in Scheitelform gegeben und man soll sie in allgemeine Form umwandeln. Das funktioniert nach ganz normalen mathematischen Regeln. Wenn man sich an Potenz vor Punkt vor Strich hält, sollte man da schnell durchkommen. Hier sehen wir, es gibt eine Potenz über einer Klammer, das heißt, die wird aufgelöst mit Hilfe der binomischen Formel. Alles andere bleibt erstmal stehen. Also minus 0,25 mal. Und jetzt hier drauf die binomischen Formel anwenden. Achtung, man braucht diese Klammer, weil hier davor noch ein Faktor steht. Und dieser Faktor ja auf die komplette binomische Formel angewandt wird. So, binomische Formel heißt erster zum Quadrat. Dann, da hier ein Minus steht, haben wir die zweite binomische Formel. Das heißt, wir müssen mit einem Minus weitermachen. Und dann heißt es weiter 2 mal erster Summand mal zweiter Summand plus zweiter zum Quadrat und 3 Quadrat ist 9. Und den Rest schreiben wir nochmal ab. So, in diesem Schritt vereinfache ich nur. Hier in der Klammer drin, x Quadrat minus 2 mal x mal 3 ist nichts anderes als 6x plus 9 minus 2,5. Dann müssen wir ausmultiplizieren, Faktor vor der Klammer mal jeder Summand in der Klammer, also minus 0,25 mal x². Jetzt haben wir hier minus 0,25 mal minus 6, minus mal minus ist plus und 0,25 mal 6 sind 1,5x und minus 0,25 mal 9, minus mal plus ist minus und 0,25 mal 9 sind 2,25 und hinten dran noch die minus 2,5. So, jetzt noch ein Schritt bleibt übrig, nämlich zusammenfassen. Alles andere bleibt stehen. 0,25x² plus 1,5x minus und jetzt minus 2,25 minus 2,5 sind minus 4,75. Und das ist genau die Formel oder die Form, die wir oben schon in der Angabe haben. So, jetzt muss diese Parabel und die Gerade noch eingezeichnet werden. Hier heißt es von minus 1 bis 7. Fangen wir mit der Geraden an. Da haben wir hier die Geradengleichung, minus 0,5x plus 4. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man tippt sie in den Taschenrechner ein und liest die Punkte aus. Oder man kann sich ja auch auslesen. Das hier ist der y-Achsenabschnitt, also die Stelle, wo die y-Achse geschnitten wird bei plus 4. 1, 2, 3, 4, das wäre also hier der Fall. Und dann haben wir hier die Steigung von minus 0,5. Also wenn wir 1 nach rechts geht, geht es 0,5 nach unten. Damit kriegen wir einen zweiten Punkt hier. Zwei Punkte reichen für eine Gerade aus, um die einzuzeichnen. Jetzt hoffe ich, das klappt auf meinem Tablet auch einigermaßen. Dann sieht die ungefähr so aus. Dann müssen wir noch die Parabel einzeichnen. Da haben wir jetzt hier die Parabelgleichung, beziehungsweise haben sie auch oben schön stehen. Die müssen wir tatsächlich über den Taschenrechner berechnen. Entweder jeden Funktionswert extra von minus 1 bis 7. Oder wir benutzen die Tabellenfunktion des Taschenrechners. Wir nehmen den Taschenrechner einfach her. Tippen wir y1 unsere Parabelgleichung ein. Das war minus 0,25x²
Dann plus 1,5x minus 5,75. Klicken auf Table und können dann alle bekannten Punkte auslesen und eintragen. Das ist hier ein jeweiliges Punktepaar. Minus 1 minus 6,5 ist also der erste Punkt. 0 minus 4,75 der zweite und so weiter und so fort. Die übertragen jetzt einfach in das Koordinatensystem und verbinden dann so schön wie möglich. Also minus 1 minus 6,5, also ziemlich weit unten. Deswegen beschrifte ich jetzt noch schnell das Koordinatensystem, damit ich nicht immer nachzählen muss. Minus 1 minus 6,5 wäre jetzt hier zu finden. 0 minus 4,75 ist hier. Beschrifte ich auch hier schnell noch die wichtigsten Zahlen. Dann 1 minus 3,5, 2 minus 2,75, 3 minus 2,5, 2 minus 4 sind wir nicht, minus 2,75. Und jetzt merken wir, hier geht die Parabel schon wieder nach unten. Jetzt können wir auch mit Hilfe der Symmetrie weiterarbeiten. Also beim 5er wird es genau gleich hoch sein wie dieser Punkt. Beim 6er können wir uns an diesem Punkt orientieren und beim 7er an diesem. Ja, hier ist also eine schöne Symmetrieachse drin. So, und jetzt noch so schwungvoll wie möglich verbinden, ohne Dellen und Kanten. Das geht mit Bleistift natürlich noch um einiges schöner. Tja, dann sieht unsere Zeichnung ungefähr so aus.